Ah, ich bekomme ein Kind in der Brookhaven-Schule. Das ist mir doch egal. Ich bin hier der Lehrer und nun verschwinden sie endlich. Boah, es ist ein Junge. Yay. Tja, aus dem Kind wird nichts. Sie sind noch viel zu jung für ein Kind. Und viel zu asozial. Nein, mein Sohn Babo wird irgendwann mal der schlaueste Schüler in ganz Brookhaven sein. Da bin ich mir ganz sicher. Ich bin jetzt 3 Jahre alt und ich bin schon im Kindergarten. Na, ihr lieben Kinder, kann denn schon auch jemand von euch zählen? Also, ich mag Kartoffeln. Ich kann pupsen. Ja, ich kann schon zählen. Ich kann schon bis 100 zählen. Und ich kann sogar schon das Alphabet auswendig. Boah, Babo, das ist echt stark. Du wirst bestimmt irgendwann mal der schlauste Schüler in ganz Brookhaven. Oh Mann, ey. Heute ist mein erster Schultag in der Brookhaven-Schule. Ich bin schon so gespannt. Hallo, ich bin Babo. Ah, Mia und Felix sind auch wieder in meiner Klasse. Oh, hallo. Du bist doch der kleine Babo, oder? Ja, genau, der bin ich. Kennen Sie meine Eltern etwa? Und ob ich deine Eltern kenne? Die haben vor 6 Jahren da vorne auf dem Flur ein Kind bekommen und das warst du. Ach cool, da waren sie ja bei meiner Geburt dabei. Ja, und schon damals wusste ich, dass aus dir nichts wird, weil deine Eltern so jung waren und sie so asozial sind. Hey, meine Eltern sind nicht asozial. Und das mit die jungen Kinder bekommen haben, ist auch gar nicht schlimm. Und ich bin der Schlauste in der ganzen Klasse. Ich konnte schon im Kindergarten das 1x1. Und ich kannte das Alphabet auswendig. Tja, sag ich ja, armselig. In deinem Alter konnte ich schon die komplette Geometrie. So, Felix, beweis mal, dass du schlauer bist. Das sind 2x3. 2x3 sind ganz einfach. Das sind 6. Siehst du, Babo, das ist nichts Besonderes, dass du das 1x1 kannst. Oh Mann, ey, warum ist er so gemein zu mir? Ich hab den Lehrer doch gar nichts getan. So, Babo, und jetzt zu deiner Aufgabe. Was ist die 10. Wurzel aus Pi mal Y Quadrat? Hä, was soll das? Woher soll ich die Antwort wissen? Ich bin noch in der 1. Klasse. Heute ist mein 1. Schultag. Woher soll ich das wissen? Hahaha, wusste ich ja, dass du nichts kannst, Babo. Oh Mann, Babo, du bist echt der größte Idiot von allen. Weißt du das eigentlich? Oh Mann, jetzt macht Babo nicht so fertig. Na, dann beende ich jetzt den Unterricht für alle, außer für Babo. Was? Warum für alle, außer für mich? Was habe ich denn getan? Na, so wie es aussieht, brauchst du noch eine gehörige Portion Nachhilfe, so blöd wie du bist. Die anderen können nach Hause gehen. Haha, Babo, du bist der größte Idiot von allen, das wusste ich doch schon immer. Oh Mann, das tut mir echt leid, Babo, bis morgen. Oh Mann, was soll ich jetzt hier machen? Du sollst jetzt dieses Buch hier lesen, viel Spaß damit, das ist hochkompliziert. Und ich gehe jetzt was kopieren. Oh Mann, ey, jetzt muss ich hier dieses komplizierte Buch lesen und alle anderen dürfen einfach nach Hause gehen. Also wenn das nicht unfair ist, naja, okay, dann muss ich jetzt hier wohl weiter dieses Buch lesen. Oh, aber eigentlich ist das doch gar nicht so schwierig. Eigentlich verstehe ich sogar alles, weil die Anleitung und die Erklärung total nett und einfach ist. Naja, da wird der Lehrer aber gleich ganz blöd aus die Wäsche gucken. Wenn ich gleich alles verstanden habe, ich glaube, ich habe das Buch gleich schon durch. Haha, dieses schwere Mathebuch muss diesen jungen Babo auch zum Verzweifeln bringen. Yay! Ich glaube, ich schau mal nach, wie es ihm so ergeht. Er muss auf jeden Fall aufgegeben haben. So schlau kann keiner sein, dass er das beim ersten Mal lesen alles versteht. Und dann muss er einsehen, dass ich hier der Schlauste an der Brookhaven-Schule bin. Ich der Lehrer. Haha, na Babo, bist du schon am Verzweifeln oder was? Das Mathebuch ist halt nicht von schlechten Eltern. Das können nur wahre Genies beim ersten Mal verstehen. Aber ich hab's alles verstanden. Ich kann jetzt auch ihre Matheaufgabe lösen. Die ist eigentlich ganz einfach. Also, sie haben gefragt, was ist die 10. Wurzel aus Pi mal Y Quadrat? Das ist ganz einfach. Die Antwort ist 12,43. Was, Babo? Das ist ja richtig. Oh Mann, ey. Ich muss mich echt bei Ihnen bedanken. Dank Ihnen weiß ich jetzt echt alles, was in diesem Buch steht. Und ich gehe jetzt nach Hause. Oh Mann, Babo, danke, dass du mir kostenlos Nachhilfe gibst. Ach du Mia, das weißt du doch. Das mache ich doch gerne. Mir fällt Mathe einfach total einfach. Und du hast da ein paar Probleme. Wir verstehen uns einfach so gut. Da ist das doch gar kein Problem, dass ich dir Mathe-Nachhilfe gebe. Und außerdem, Mia, finde ich dich total süß. Oh, Babo, ich finde dich auch total süß. Und Babo, ich habe mich in dich verliebt. Oh, echt, Mia, das freut mich ja total. Hey, ihr da. Oh, was gibt's? Was können wir für dich tun?
Bapo, die Ergebnisse sind da. Die Ergebnisse der Abschlussprüfung sind da, Bapo. Was? Die Ergebnisse sind da? Und wie bin ich ausgefallen? Fall mich nicht weiter auf die Folter. Habe ich die Prüfung bestanden oder nicht? Bapo, ich muss dir mitteilen, du hast deine Ausbildung bestanden und du bist jetzt offiziell Lehrer. Yay, yippie, ich bin jetzt offiziell Lehrer. Oh Mann, Bapo, ich gratuliere dir. Dankeschön, Mia. Oh Mann, ey, ich bin jetzt einfach schon 30 Jahre alt und ich bin Lehrer an der Brookhaven Schule. Und jetzt haben wir 7 Uhr morgens und das heißt, ich muss jetzt zur Arbeit fahren. Und da ist meine Familie. Ich habe Mia geheiratet und mit Mia einen Sohn bekommen. Mia, ich muss jetzt los zur Arbeit. Okay, Bapo, bis heute Abend. Papa, ich hab dich so doll lieb. Oh, ich hab euch auch beide lieb. Ich muss jetzt los zur Arbeit. Bis später. So, hallo, liebe Schüler. Der Unterricht beginnt. Ich bin Bapo, euer Lehrer. Okay, die erste Frage geht an Max. Max, was sind denn 6 mal 6? 6 mal 6, also das weiß ich leider nicht. Tut mir leid, Herr Lehrer. Oh Max, das muss dir nicht peinlich sein. Keine Angst. Oh Mann, Herr Lehrer, ich bin einfach nur dumm. Nein, Max, du bist nicht dumm. Du hast einfach nur nicht ausreichend gelernt. Also Max, 6 mal 6, das sind einfach 6 mal 6 plus 6. Und was kommt dabei raus? 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6, das sind 36. Genau, Max, du hast alles richtig gemacht. Yippie. Dankeschön, Herr Lehrer Babu. Sie sind echt der beste Lehrer, den ich je hatte. Das mache ich doch gerne. Ich freue mich immer, wenn meine Schüler was lernen und ich behandle jeden nett, gleich und fair. So, ich muss jetzt was kopieren gehen. La 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 la. Okay, der Kopierer ist da vorne. Oder ist der Schulleiter? Hallo. Oh, hey, Babu. Schön, dass ich dich sehe. Ich weiß noch ganz genau, wie du hier vor meinen Füßen geboren wurdest. Ja, das ist schon 30 Jahre her. Babu, ich muss sagen, am Anfang hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit dir. Aber jetzt habe ich dich auch richtig ins Herz geschlossen. Ah, das ist aber nett von Ihnen. Ich wollte einem nur was kopieren gehen. Hey, Babu, ich muss dir was sagen. Ich werde jetzt in Rente gehen und ich möchte dir meinen Job als Schulleiter anbieten. Was sagst du dazu? Was, ich und Schulleiter? What? Dankeschön. Ja, den Job nehme ich gerne an. Dann bin ich nicht einfach nur Lehrer an der Brookhaven Schule, dann bin ich sogar Schulleiter. Ja, Babu, und du musst noch eine weitere Klasse betreuen als Klassenlehrer. Ich glaube, ich fahre jetzt mal direkt nach Hause und werde das meiner Ehefrau Mia erzählen. Let's go. Hey, hallo, Schatz. Du glaubst gar nicht, was mir heute in der Schule passiert ist. Ich bin jetzt Schulleiter von der Brookhaven Schule. Boah, was, Babu? Das freut mich ja mega für dich. Komm, Sohn. Heute ist dein erster Schultag und ich möchte dich zur Schule fahren. Okay, Papa, ich steig ein. Wir gehen jetzt in die Schulklasse. Oh, hey, wenn das nicht mal der Sohn vom Schulleiter ist. Du kleine, elendige Lusche. Hey, hör auf, so gemein zu mir zu sein. Ich hab gar nichts getan. Doch, du bist der Sohn vom Schulleiter. Hey, hör auf, so gemein zu meinem Sohn zu sein. Das gibt 2 Wochen Nachsitzen. Und wenn du noch einmal meinen Sohn beleidigst, dann fliegst du von der Schule. Hast du das verstanden? Oh Mann, ey, okay, okay. Oh Papa, ich hab dich so lieb. Das mache ich doch gerne. Oh Mann, heute haben wir einen Schulausflug und wir fahren jetzt alle gemeinsam auf Klassenfahrt. Wir fahren oben auf den höchsten Berg von Brookhaven, ganz da oben auf die Bergspitze. Okay, wir sind da. Schüler, wir können aussteigen. Los, kommt her. Okay, Papa. Na gut. So, Kinder, komm mal schön mit hier zu der Drohnenaussicht. Wir wollen nämlich jetzt mit den Drohnen nach unten fliegen. Okay, Papa, das macht bestimmt Spaß. Wie langweilig ist das denn? Können wir nichts mit Action machen? Oh Mann, ey. Aber bevor wir losfliegen alle, werde ich das einmal testen, damit wir alle wissen, dass das sicher ist. Okay, let's go. Einmal losfliegen. Let's go. Ab mit der Drohne los. Ha, das macht echt total viel Spaß. Yay, yippie. Wir fliegen hier mit der Brookhaven-Drohne durch die Gegend. Was? Ich kann die Drohne nicht mehr steuern. Sie ist unkontrollierbar. Oh, und sie stürzt ab. Nein, wir stürzen ab. Nein. Ich falle. Ich bin abgestürzt. Oh Mann, ich bin jetzt hier tot. Ich bin so traurig, dass mein Ehemann Babu gestorben ist. Papa, ich vermisse dich so. Du warst der beste Lehrer in der ganzen Brookhaven-Schule. Oh, da hatte ich echt ein cooles Leben. Und du, schau dir jetzt das Video auf der rechten Seite an für ein weiteres von Geburt zu Tod-Video.